Das hier ist so ein One-Pot-China-Gericht, was alleine heiß werden soll, ohne dass ich das heiß mache. Hier ist die Anleitung und hier steht, kaltes Wasser hinzufügen, kein warmes. Okay, Folie entfernen, rausnehmen. Und dann soll ich jetzt hier die Sachen auspacken und hier reinmachen. Riecht ein bisschen wie Katzenfutter. So, jetzt noch hier die Soße, das Gemüse, dann Wasser bis zur Fülllinie, dann Wasser bis zur der Linie. Jetzt steht hier, ich muss mich beeilen. Das ist ein Heizkissen und das kommt jetzt hier ins Wasser. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert und das soll jetzt hier rein. Okay, es passiert was. Und jetzt 15 Minuten geschlossen halten. Mal sehen, was passiert. Besteck wäre ja auch bei gewesen. 15 Minuten sind um. Ich bin gespannt. Ich rühre erstmal ein bisschen um hier. Und dann probiere ich. Ich glaube, für unterwegs kann das ganz cool sein, aber da müsste es noch ein paar andere Sorten geben. Kann auch sein, dass das gibt. Ich habe es im Asialaden einfach mitgenommen. Mal das Katzenfutter probieren. Die Glasnudeln sind auch weich. Weil es so simpel und einfach ist, würde ich dem eine 7 von 10 geben.